Schaut mal, barakallahu fikum, was man von Al-Kaaba berührt, ist erstmal Al-Hajar al-Aswad. Dass man küsst, drauf Sujud macht, das ist eins. Dann Al-Rukn al-Yamani, und das ist, barakallahu fikum, die Säule, die vor die Säule von Al-Hajar al-Aswad kommt. Al-Yamani, Al-Rukn al-Yamani bedeutet die jemenitische Säule. Die jemenitischen Säulen sind südlich von Al-Kaaba. Wie kannst du das wissen von Al-Kaaba? Dieser Bogen, Bogen, das ist Nord. Nord. Und auf der anderen Seite sind Süd. Oder noch ein Merkmal. Dieser Wasser, Al-Mizrab, yani, Wasserrinne, Wasser, die goldene Wasserrinne. Das ist in diese Richtung. Die andere Richtung, da gibt es zwei Säulen. Die erste jemenitische Säule und die zweite. Die zweite jemenitische Säule, das ist, wo Al-Hajar al-Aswad ist. Und dort fängt dein Tawaf an. Die davor ist, nennt man Rukn al-Yamani. Sunna ist, dass man nur mit der Hand streicht über Rukn al-Yamani. Das ist alles. Und dann, das dritte ist, es wichen Al-Hajar al-Aswad und die Tür, und der Tür von Al-Kaaba. Dies nennt man Al-Multazim. Dort kann man das berühren mit seinem ganzen Körper, kein Problem. Das sind die drei Stellen, dass du Al-Kaaba berührst. Aber übrigens, Al-Multazim nicht bei Umrah. Das ist nur bei bestimmten Zeiten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Alles andere nicht.